Teamsprint-Weltmeisterin Miriam Wälte hat sich bei den deutschen Bahnradmeisterschaften erstmals den Titel im Sprint gesichert. Diesen Titel widme ich Christina, sagte Wälte nach ihrer dritten Goldmedaille der Wettbewerbe in Dudenhofen. Ihre langjährige Teamsprint-Partnerin Christina Vogel, mit der sie unter anderem 2012 in London Olympiagold gewann, war Ende Juni beim Training in Cottbus mit einem Fahrer kollidiert und hatte sich dabei schwer an der Wirbelsäule verletzt. Sie wird weiterhin in einem Krankenhaus in Berlin medizinisch betreut. Im Keirin der Männer verteidigte Maximilian Lavi seinen Titel erfolgreich. Silber und Bronze gingen an Robert Förstemann und Stefan Bötticher.